Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Und wir spielen heute wieder die Disney Emoji Challenge und Nina ist auch wieder bei uns. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder Moderatorin hier und werde das erraten müssen, was Kathi und Eva mir hier gleich per Handy oder Smartphone, per WhatsApp auf mein Smartphone senden. Genau. Wir haben hier nämlich Titel von Disney-Filmen in unserem Glas. Und wir müssen diese Filme als Emojis umsetzen und Nina in unsere WhatsApp-Gruppe reinsenden. Genau. Unser einziges Hilfsmittel ist unser Handy. Genau. Und euer Verstand. Unser Verstand ist unsere mächtigste Waffe. Genau. Okay. ja, möchtest du anfangen? Ja. Achso, wir haben hier wieder die Jelly Beans. Sehr ich dachte, verkackt. Wir ignorieren die. Wer verkackt, muss Jelly Beans verkackt, essen. Genau. Juhu, ich aber nicht. Du nicht. Doch, wenn du... Wenn ich nichts errate, nee. Wenn du nichts errätst, dann... Bitte nicht. Dann komme ich nie wieder zu euch. Hier ist übrigens der Chat, den könnt ihr hier sehen. Und da ist schon was reingekommen von Kathi. Ach echt? Pinocchio. Richtig. Das ist nämlich eine Nase und ein kleiner Junge. Und bei Pinocchio ist es ja so, das wisst ihr ja alle, wenn er lügt, dann kriegt er eine lange Nase. Deswegen genau. War das ganz einfach. Ja. Sonst bin ich nicht so gut da drin. War ein super Start. Okay, ich ziehe das zweite. Achso, wann muss jemand eine Bohne essen? Der Verlierer dann. Das machen wir am Ende. Okay. Genau. Deswegen hat Kathi jetzt einen Punkt, das schreibe ich mir auch auf. Und hier kommt das zweite. Also wir haben schon mal das zweite. Ich blende mal parallel mein Handy ein. Ich habe die WhatsApp-Gruppe verloren. Ein Elefant. Dumbo? Ja! Das war auch mega easy. Ich hab gedacht, wenn ich einfach schnell einen Elefanten schicke, dann erkennst du es vielleicht. Ja, ich meine, ich wollte erst noch irgendwie ein bisschen... Bei Disney? Gibt es viele Elefanten bei Disney? Es gibt noch den beim Dschungelbuch. Ach ja. Ach ja, da so eine ganze Elefantenfamilie gibt es da ja, ne? Genau. Ja, genau. Aber dann hätte man noch mehr Tiere geschickt und noch ein Kind. Ja, oder so Mammut, ne? Bei Ice Age. So. Ja, das ist Elefantenverband. Nicht Disney. Nee, Pixar. Das ist Pixar. Ja, stimmt. Stimmt, da darf man auch nicht durcheinander kommen. Okay, wollen wir das nächste ziehen? Bist du bereit, Nina? Ja. Am Ende gibt es die Jelly Beans. Am Ende gibt es Jelly Beans. Da freuen wir uns schon alle drauf. Den Film kenne ich gar nicht, aber ich versuche ihn trotzdem darzustellen. Ich habe übrigens ein paar Wildschwein-Frischlinge hier. Als das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Gibt es das überhaupt? Nein. Da muss ich halt so ähnliche Sachen... Noch nicht richtig. Schwierig, schwierig. Ich hab dir mal was geschickt. Oh, ganz viele Echsen oder so. Mhm. Drachen, Schlangen, Schildkröte, Krokodil und ein Vulkan. In einem Land vor unserer Zeit oder so? Ist das nicht von Disney? Aber ähnlich, sowas ähnliches. Das ist genau die richtige Richtung. Ich hab auch was. Dinosaurier? Ja! Gibt's einen, ne? Der heißt so. Yes! Das war ein Punkt für Eva? Ja. Ich glaube, den Film habe ich sogar gesehen. Ich erinnere mich nicht an den Film. Also ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Gut, dann ist wieder dran, mich fehlen. Es macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß. Das in Emojis. Oh! Nochmal Spaß macht's, wenn ich es auch wirklich errate und hier nicht. Du bist wirklich gut heute. Fragezeichen habe. Ja, jetzt wird's wahrscheinlich, ist die Glückssträhne vorbei. Katze, Bär und Schwein. Das ist keine Katze. Tiger? Ja. Tiger, Bär und Schwein. Bei Schwein muss ich immer an Babe denken, aber das ist, glaube ich, kein Disney-Film. Mm-mm. Wo kommt denn noch ein Schwein vor? Winnie Pooh? Ja. Es ist Winnie Pooh. Viele Abenteuer von Winnie Pooh. Ich glaube, wir hatten letztens schon mal Winnie Pooh, das war aber ein anderer Film. Es gibt verschiedene. Filme, aber ich wusste jetzt nicht, wie man viele Abenteuer Ich glaube, von. Das ist reicht auch. Winnie Pooh. Ja. Ich glaube, das sind so Kurzfilme. Und Kathi war schneller, ne? Den haben wir ja noch. Da gibt es eine Eule? Ja, bei Winnie Pooh, die ist so weise. Ja, ich meinte jetzt als Emoji. Achso, ich dachte, oder? Denke ich auch. Eule ist ja relativ beliebt. Eule ist eigentlich total beliebt, aber ich sehe gerade keine. Nee, ich auch nicht. Ich sehe eine Taube und einen Truthahn und einen Huhn. Gut, okay. Wollen wir das nächste ziehen? Ja. Ich bin wieder dran. Oh. Ah, okay.
Noch tut sich hier nichts. Das ist auch was Schwieriges. Oh, da ist schon jemand gekommen. Nicht gut dargestellt. Ein Bär, ein Pferd? Ein nee, das ist Winnie Pooh. Achso. Was das danach ist. Achso, das ist ja nur einer. Ich dachte gerade, das kann gar nicht sein, das kenne ich doch schon. Eine Prinzessin? Oder ein Mädchen? Ein blondes Mädchen? Ich suche immer noch. Cinderella? Nee, aber der kommt ja erstmal noch hinter, ist ja noch mehr hinter dem Mädchen. Echt? Ja. Bei mir ist nichts angekommen. Bei mir ist nur ein Mädchen angekommen. Hä? Die von mir jetzt auch? Nee, bei Kathi ist ganz viel. Bei dir, Eva, ist bei mir nur... Ich füge es nochmal ein. Ja, aber ganz viel Geschichte. Ja, ich habe es gerade nochmal eingefügt. Ist komisch. Ist jetzt da? Nee, bei mir ist wieder nur ein Mädchen. Ah, vielleicht habe ich diese Emojis nicht. Doch, aber bei mir siehst du die doch. Eva hat die gleichen geschickt wie ich. Ja, bei Kathi sehe ich es, aber bei Eva... Ich schicke die nochmal einzeln. Ich versuche es nochmal, sie zu schicken, was ich noch zusätzlich hatte. Ich habe die noch zusätzlich geschickt. Zu denen von Kathi. Okay, jetzt habe ich hier bei Eva einen Hasen. Dann irgendwie so ein Till-Eulenspiegel, so ein Kasper und eine Krone. Mhm. Und bei Kathi auch ein blondes Mädchen, eine Katze, eine Feier und verschiedene Kartensymbole. Ich hätte jetzt Alice im Wunderland oder sowas gesagt. Okay, aber ich finde, dann sollt ihr beide einen Punkt kriegen. Okay. Brauchte zwar etwas länger und Eva hatte die Schwierigkeiten, dass ihre Sachen nicht angezeigt werden. Ja. Aber ich weiß nicht, warum wir nicht angezeigt werden. Ja. Ich denke auch. Damit kann ich leben. Ich glaube, du bist wieder dran. Ziehen, ja. Ne? Komisch. Wie konnte das nur passieren? Tja. Wunder wir werden es nicht herausfinden. Jo. Hier haben wir das nächste. Ja. Es steht übrigens 4-2. Für Kathi. So nebenbei eingeworfen. Soll euch jetzt nicht unnötig in Stress bringen. Vor allem dich, Eva. Okay, Kathi hat als erstes geschickt. Affen, ein Tiger, ein Bären und ein Dschungelbuch. Das Dschungelbuch? Ja. Siehst du meine denn diesmal? Ja. Okay. Ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Hat Eva geschickt. Kathi kam als erstes und ja. Da habe ich als erstes drauf geguckt. Ja, dafür wieder ein Punkt für Kathi. Wie lange spielen wir denn eigentlich noch? Weiß ich nicht. Wie viele Punkte haben wir denn? Du hast 5, ne? 5-2 ist es jetzt. Dann haben wir 7 gespielt. Wollen wir... Ne, 6 haben wir hier liegen. 6. 6. Achso, wir haben zweimal... genau, einmal mit beiden. Genau. Dann lass uns doch... noch jeder einmal ziehen? Ja. Genau. Bin ich dran? Ne, doch, ich habe das gerade gezogen. Achso, okay. Dann bin ich wieder. Ja. Jetzt geht es um Schnelligkeit. Hm. Oh, Kathi. Ist es Frozen? Ja. Kathi ist heute einfach schneller als ich. Das war auch einfach. Also heute habe ich ja alles erraten eigentlich, ne? Ja, da haben richtig gut heute. Die Zuschauer und Zuschauerinnen gar keine Chance, irgendwie mitzuraten. Yeah. Da hat Kathi schon wieder einen Punkt bekommen. Ja. Auch nur, weil sie schneller war. Ich denke, bei Eva hätte ich das bestimmt auch erraten. Ja. So, und hier ist noch einer. Schön. Ha! Der König der Löwen. Ja! Das war auch easy. Ja, eine Krone noch gerade. Ein Löwe und eine Krone, da muss man da nicht lange überlegen. Ne? Da. Ich wollte das schicken. Ja. Das ja, nur in einer anderen Reihenfolge. In einer anderen Reihenfolge. Genau, und damit haben wir eine Siegerin, und zwar Kathi, 6-3. Ich kann das nochmal zeigen, ich habe das hier auf so einem wunderschönen Whiteboard notiert. Mhm. So, wie viele Jelly Beans muss ich essen? 3? 50. 6. 100. So viele sind hier gar nicht mehr drin. 3 ist okay, ne? Denke ich auch. Alle auf einen, vielleicht alle zusammen. Alle zusammen, genau. Okay. Ich habe hier einmal eine rosafarbene mit Punkten. Das ist entweder Stinky Socks oder Tutti Frutti. Boah, alle drei zusammen könnte echt eklig werden. Das könnte so ein richtig übler Cocktail sein. Vor allem, sein. Wenn zwei gute sind und ein schlechter versaut der eine. Und alles. Zwei gleichen, oh, und wenn ich die nur sehe. Du hast, glaube ich, mit allen schon schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Ja, vielleicht aber schlimmste ist Käse, ne? Vielleicht doch lieber hintereinander oh. Und nicht alle zusammen. Du darfst es dir selbst aussuchen. Doch, ich nehme die jetzt zusammen. Eva ist sehr mutig. Ja.
Stinky Socks geht, glaube ich. Das ist noch das Angenehmste. Nein, also davon. Das andere wäre Käse. Das ist richtig eklig. Oder hattest du doch auch schon mal einen, ja, ne? Stinky Socks war, schmeckt aber auch mit oder Käse. Oder Hundefutter. Finde ich. Auch ja. Hundefutter ist, glaube ich. Hundefutter ist das Beste. Selbst wenn es Schokolade und Tutti Frutti und so ist, muss das ja nicht lecker zusammenschmecken, ne? Nein. Die Kombination. Mhm. Das ist also auf jeden Fall eine Strafe. Und alle lecker? Ich schmecke Schokopudding raus. Also Schokolade kann ja auch sein, ne? Statt Hundefutter. Es ist auf jeden Fall nicht Hundefutter. Sehr gut. Es ist aber auch Käse dabei. Oh. Dann wahrscheinlich Stinky Socks, oder? Nee, das gibt auch noch Käse. Ach, gibt's, ja. Das hatte ich, glaube ich, nie. Doch, das ist das, was du letztens einmal hattest. Ah, das war aber, glaube ich, Stinky Socks, was nach Käse geschmeckt hat. Das ist irgendwie gammeliger Käse gibt es noch. Ach echt? Oh, das irgendwas ist auch mit Cheesy. Das Cheese. Ist auch eklig. Ja. Moldy Cheese ist das. Ja, das ging aber. Ich war immer wieder gut geschlagen. Ja, ja. Lecker. Käse. Hundefutter. Käse geht immer. Käse geht immer. Hundefutter. Nee, Hundefutter war es nicht. Es war Schokolade und die Schokolade, der Schokopudding hat auch alles andere ziemlich überlagert. Okay. Sehr gut. Also war alles. Ja, also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ja. Ich finde das mit den Emojis echt witzig. Das ist ein super schönes Spiel. Vielleicht habt ihr auch, oder vielleicht möchtet ihr das mal nachspielen mit euren Freunden. Oder vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir sonst noch so machen können. Mhm. Wir können auch irgendwas anderes mal hier ins Glas werfen. Genau. Zum Beispiel Musiktitel oder Bands oder vielleicht irgendwie Aktivitäten, Kinofilme. Vielleicht fällt euch irgendwas Schönes noch ein. Also es müssen ja nicht immer nur Disney-Filme sein. Mhm. Also gerne einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Sonst freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wie es euch gefallen hat, ob ihr die Sachen auch erraten hättet oder ob Nina euch alles vorweggenommen Nina hat. Nina alles vorweggenommen hat. Tut mir leid. Nein, Nina war richtig gut diesmal. Außerdem mal Daumen nach oben für Nina, finde ich, an dieser Stelle, weil die hat das echt super gut erraten heute alles. Du gewinnst und das eine ist Bohne. Auch, yeah. Ist auch sehr, sehr lieb von Nina, dass sie uns immer hier unterstützt. Genau. Deswegen einmal Daumen nach oben. Wir kommen gleich die Tränen. Machen die ganz emotional. Ja, und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.